Es ist Sommer und draußen wird es immer heißer. Deswegen zeigen wir euch heute, wie ihr euch eure eigene Klimaanlage selber bauen könnt. Los geht's! Zum Bau eurer Klimaanlage braucht ihr 4 Dinge. Einen Stuhl, einen Ventilator, einen Eimer mit kaltem Wasser und zuletzt noch ein Handtuch. Schritt 1. Stellt den Stuhl an die gewünschte Position im Raum. Schritt 2. Taucht das Handtuch in den Eimer mit Wasser und wringt es anschließend wieder gut aus. Schritt Nummer 3. Legt das Handtuch so über den Stuhl, dass es zwischen Sitz und Lehne in der Luft baumelt und achtet darauf, dass das Ende im Wassereimer hängt. Wenn ihr nun den Ventilator einschaltet und auf euer Handtuch richtet, beginnt das Wasser im Handtuch zu verdunsten und es entsteht Verdunstungskälte. Dabei wird warme Energie benötigt, die aus der Umgebungsluft absorbiert wird. Der Raum kühlt sich automatisch ab und da das Handtuch im Wasser hängt, zieht die Saugkraft des Handtuchs immer neues Wasser nach und trocknet erst aus, wenn das Wasser im Eimer aufgebraucht ist. Bei unserem Versuch ist die Temperatur in einer Stunde um ganze 6 Grad gesunken. Wer also nicht schwitzen will, sollte das Wasser nach einigen Stunden wieder auffüllen. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Lifehack den Sommer etwas angenehmer machen. Und wenn ihr wollt, dass eure Freunde auch immer einen kühlen Kopf bewahren, dann teilt das Video doch noch mit ihnen. Jetzt könnt ihr euch noch weitere coole Lifehacks für den Sommer anschauen. Da ist definitiv was für den ein oder anderen dabei. Dazu einfach hier in die Mitte aufs Video klicken. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao!